So, 35.000. Naja, das läuft ja an hier. Aber eine Ölquelle kostet mal so spontan 37.000. Und da fällt mir gerade ein, Ölquelle, da werden wir wohl das Haus da oben nicht behalten können. Von daher werden wir das auch gleich ändern. Weil die Ölquelle ist ja... doch immer riesig. Eigentlich kann ich es ja dahin bauen, wa? Wir hatten ja alles schon gemacht. So. Upgrade, naja, von mir aus. Das bringt uns ja nichts mehr, weil wir haben ja alle Upgrades. So, dann haben wir da oben Platz für unsere Ölquelle. Checken wir mal nochmal hin. Ach, da war kein Öl. Herz, naja. Okay. Bin irgendwie ein bisschen verpeilt noch im Moment. Man möge es mir verzeihen. Gut, Öl war hier unten natürlich. So, das ist einfach... ja, ist natürlich ungünstig. Beziehungsweise müssen wir ein wenig umplanen. Da jetzt eine Ölquelle hinbaue, sind sie, glaube ich, ganz schön stinky mit mir. Wir gucken mal. Überlege gerade, da kann man doch eigentlich das auch so machen, dass ich es in der Mitte setze. Und dann links und rechts eine Ölquelle baue. Ja, das müsste doch eigentlich theoretisch, wenn denn hier der Straßenbau hier nicht so rumspackt, möglich sein. Vielleicht eher so hier, wa? So. Gucken wir uns das mal an. Möglichst mittig. So, wenn die sauer werden, wa? Naja, sollen sie. Kann uns erstmal egal sein. Moment, da muss ich erstmal ausblenden. Kann man denn hier eigentlich ein Versanddepot? Oh, wir können da Versanddepots hinbauen. Das ist natürlich günstig. Oder Handelsdepot, besser gesagt. So. Da brauchen wir erstmal ein Rohöllager. Wir werden auch nur eins bauen. Ja. Transporter waren da billig, ne? Ja, 3000 nur. Und natürlich den Schild. So. Ach so. Nee. Das exportieren wir erstmal, damit wir Kohle rinkriegen. Das kann erstmal ganz gemütlich vor sich hin dümpeln. Das ist überhaupt kein Problem. So, hier hatten wir jetzt das Krankenhaus. Das ist auch nicht unbedingt überbelegt. Nicht wirklich jedenfalls. So, was, eine Feuerwehr wollen sie jetzt auch schon haben? Ich würde ja eher zur Bildung tendieren. Das ist, glaube ich, erstmal wichtiger.
So. So, damit ist erstmal alles abgedeckt. Und der Rest kommt. Eigentlich kann ich auch einen Kredit aufnehmen. Das ist eigentlich... Machen wir gleich richtig komplett hier. So, dann können wir hier nämlich flotti bauen. Bauen wir erstmal noch einen Krankenwagen. Beziehungsweise zwei Stück und noch einen Patientenzimmerflügel, weil der kommt sowieso gleich. Halt, Schild fehlt. So. Dann kriegt die Schule ihre Schulbusse. Und ihr Schild. Und gleich noch ein Doppelstock. So. Feuerwehr, ja, ja, ich hab's verstanden. So, Häuschen, Häuschen, Alarmglocke, Schild und Dingens. Ach komm, kriegst noch ein Häuschen. So. Gut, Polizei auch schon, echt krass. Kann man eigentlich gleich hier neben bauen. So, haben wir soweit erstmal alles, was wir so brauchen. Eine Müllkippe wird wahrscheinlich demnächst auch gleich noch kommen, aber warten wir erstmal ab. Bis sich das ein bisschen einspielt hier. Dauert ja dann immer noch ein bisschen, ja, das alles so löpen tut. So, ach so, wir werden mal gleich... Gleich was gegen Stromprobleme machen. Und Wasser. Wasser ist eigentlich. Ja. Können wir erstmal so lassen. So, weiter. So, wo ist hier ein verlassenes Haus? So, das ist auch bereinigt. Ah, hier wird schon fleißig gebaut. Wir kommen einfach nicht zu den Läden. Mhm. Ja, da müsst ihr euch einen Kopf machen. So, da oben können wir eigentlich weiter Industrie machen. Damit wir hier nicht in Geldnot kommen. So. Und hier können wir auch weiter Wohngebiete und so weiter und so fort. So. Räuber überqueren Grenze von Mattiseeland. So. Selber erstmal gucken hier, was ich am besten mache. Am günstigsten ist es echt, man zieht hier einen Weg hoch und runter.
So. Und dann kann man auch alle, denke ich, ausschöpfen. So. Ja, die Wagen waren ja teuer gewesen. Leider Gottes. So, soll erstmal reichen. Das sollte erstmal unsere Einkünfte ein bisschen absichern. So, ja, Bushaltestellen brauchen wir weiter. Davon kann man nie genug haben. Deswegen setze ich immer so viele dahin. So. Juet. Einwohnerzahl steigt. Das ist sehr schön. Wie sieht es denn überhaupt aus hier mit... Arbeitslos ist hier ja keiner. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Unser erstes Rohöl haben wir auch verkauft. Wunderbar. Da können wir eigentlich gleich noch... Aha. Da kommt die zweite Ölquelle hin. Da oben werden wir wahrscheinlich ja nicht mehr hin können. 6 von 10. Also 4 Stück können wir noch. Na wohl. Vielleicht hier noch daneben 2 und hier noch daneben 2. Weil ich denke mal, hier wird nicht mehr viel sein, ja. Wenn denn hier? Okay, dann werden wir mal gleich hier einen Weg ziehen. In der Hoffnung, da noch eine daneben zu kriegen. Sieht schlecht aus. Scheiße. Wie haben wir denn? 26.000? 10.000 kostet er? Also hier kriegen wir nicht mehr. Da kriegen wir nicht mehr hin. Das ist natürlich, denn 7 von 10 ist natürlich nicht viel, ne? Ich meine, die könnte ich auf der anderen Seite noch bauen. So ist nicht. Aber da will ich eigentlich noch eine zweite hinstellen. Ah. Also eine zweite komplette Ölquelle. Nicht nur so ein Ding. Von daher kann ich eigentlich jetzt hier auch noch eins hinstellen. Und hier gucken wir mal. Och. Oh, das passt schon. So. Eine kriegen wir da noch unter. Dann läuft das. Sehr schön. So, Plus machen wir auch wieder. Das ist sehr wichtig. Keine Trümmer, das ist auch gut. So, gucken wir uns mal hier die Versorgung an. Strom passt. Wasser passt. Abwasser passt. Ja, Müll passt noch nicht. Feuerwehr ist so lala. Krankenhaus ist auch eher lala. Naja, gut. Bildung. Okay. Müll. Müll, Müll, Müll. Müll werden wir einfach da oben hinbauen. Zack. Fertig ist der Lack. Muss ich erstmal gucken, ob da nicht irgendwie eine Überschneidung. Nö, gibt's nicht. Achso, Kohle fehlt. Gut. Aber wir haben erstmal was hingestellt, das ist mal wichtig. So. Hochmonet heißt die Stadt übrigens. Na gut. Nehmen wir das mal so hin. So, Geld, Geld, Geld. Jede Menge Geld. Ich weiß ja nicht, ob wir uns... Eigentlich können wir ja in die Stadt auch was schicken, oder? Müsste eigentlich gehen. Die sind ja miteinander verbunden. Der geht ja hier immer so rum. Also sollte das ja passen. Wir laden uns jetzt einfach mal Sandy Will rein.
unsere erste Stadt.